Ein anderes wichtiges Thema aus meiner Sicht, auch insbesondere, wenn wir über die Fachbereiche sprechen, ist ja neben der SAC dann auch die Data Warehouse Cloud. Magst du da noch mal ein bisschen was sagen, was aus deiner Sicht bezüglich auf die Verzahnung Data Warehouse Cloud, SAC für einen Fachbereich wichtig ist? Was sollen die oder insgesamt auch über die Data Warehouse Cloud wissen? Kannst du da noch mal so ein paar Insights geben und vor allem, wie da auch weiter noch die Integration fortgesetzt werden wird? Ja, sehr gerne. Es passt da zu unserer Diskussion, die wir vorhin hatten, so der Drang der Fachbereiche, dann mehr selber zu machen. Und da gibt es verschiedene Use Cases. So am einfachsten zu beschreiben, das ist immer so aus dem Marketingbereich. Wenn ein Marketingbereich auf der einen Seite natürlich eigene Daten hat, die er analysieren möchte, also quasi im Unternehmen vorliegende Kundenhistorie, Kaufhistorie, aber gleichzeitig halt auch externe Datenquellen, sei das Social-Media-Daten, Klickdaten von der Webseite, externe Datenquellen, wo man als Fachbereich sagt, hey, da habe ich eine coole Idee, wo ich da Schlussfolgerungen ziehen könnte. Und in der Vergangenheit hat dann der Fachbereich diese Idee halt an die IT herangetragen, bis das dann mal irgendwann im Business Warehouse war. Logischerweise dauert es. Und durch die Data Warehouse Cloud haben wir die Möglichkeit, das wirklich im Kontext Sales Service BI, jeder Fachbereich in einem sicheren Environment quasi mit einem Tool, was auch fachbereichsready ist, also der Data Warehouse Cloud, sich selber verschiedene Datenquellen ranziehen kann, nicht nur aus dem eigenen Unternehmen, sondern auch externe Datenquellen und die dann zentral auch auswerten kann in der SAC. Da kommt die SAC schon mit, sowie auch bei unseren Cloud-Applikationslösungen werden auch bei der DWC automatisch schon die SAC als das zentrale Frontend haben, wo dann der Fachbereich über die Data Warehouse Cloud verschiedene Datenquellen anzapfen kann, selber modellieren kann, also Fachbereich ready und dann die Analysen mit der SAC durchführen. Und diese Verzahnung wird noch enger werden, aber im Endeffekt, die funktioniert jetzt schon.